Stone Dust Block, Stone Dust. Stone Dust kriegen wir mit dem Teil. Crushing Block. Pass auf. Wir müssen nur schauen, dass das so nicht wieder eingesaugt wird. Wenn das als Entity rumliegt und der dann rüberfällt, bam. So machen wir. Steinjob. Und das nicht gerade wenig. Das ist cool. Dann Questbook. Gut, also einmal Stone Dust Block. Block, das ist kein Problem. Okay, 4 Stück. Und dann, wenn wir den braten, kriegen wir 2 Glas raus. Okay. Dann machen wir mal ein Stack. Stone Dust Block haben wir erledigt. Haben wir erledigt. So. Und das da. Heavy Nugget und Glas ergibt die MT Rod. Okay. Hold right click to use. Haben wir noch einen Heavy Lamp? Haben wir nicht. Das heißt, wir brauchen wieder ein bisschen Kohle. Haben wir. Wir haben noch 13. Wir haben noch das. Und wir brauchen noch Dirt. Dirt haben wir auch. Wir haben 9 Dirt. 10, 11, 12, 13. Dann wird es das da. Das da und das da. Dann machen wir uns noch ein bisschen Heavy Lump. Dann nehmen wir mal die Hälfte und machen die zu Junk. Ja, kommt da rein. Dann haben wir nämlich 32 hier, 32 hier und 32 hier. So. Und das kann man schon mal rausholen, weil das müssen wir jetzt hier so machen. Und dann war das so und so. Und dann haben wir 3 von diesen Rods. Okay. Und nochmal 2. Machen wir uns mal ein paar mehr. Was wir haben, haben wir. So, und das war jetzt Right Click. Okay, die füllen sich alle automatisch auf. Wenn ich alle im Inventar habe, füllen sich alle automatisch auf. Okay, das ist interessant. Okay, wir haben alle voll. Wir haben 6 Stück von denen. So. Empty Rod, Mist Rod. Und das. Wieder mit dem Crushing Block. Block Drops, Mysterious Bush. Und wie kriegen wir Mysterious Bush? Where does it come from? Okay, wir gucken mal. Weil das, diesen Busch, das würde mich interessieren. So. Okay, wir haben 12 von dem Staub. Wir haben hier oben noch ein bisschen Grasfläche. Kann ich diesen... Ja. Nice. So. Wir machen mysteriöses Gras. Ist mir egal. Ach, das greift über. Okay. Na gut, dann haben wir hier eine große Fläche, dann brauchen wir dieses Zeug nicht mehr durch unsere Lebensenergie machen. Kann man das beeinflussen durch das hier? Kann man das bauen gehen? Mysterious Bush gibt's da? Oder wie heißt das, was ich da in der Hand habe? Mysterious Dust. Fällt das unter das? Phyroxia? Nein. Gut, dann ist es in einem anderen Buch gewesen. Party Dusts. Für ein Anti-Rod, Mysterious Dust can be crafted into blocks for further processing and crafting. Das war's. Okay. Aber ich kann's reproduzieren. Das ist gut. So. Gut. Wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das. So, wir haben das alles erledigt. Kriegen wieder Bone Meal. Schön.
Mysterious Grass. Planting mysterious dust on the grass. Ha, dachte ich mir doch. Magical Clay. Pink Dye und Sand. Und Sand kriegen wir natürlich wahrscheinlich über den Crusher. Yep. Indem wir Glas... Wir können aus Glas Sand machen. Und dann ist gut, dass wir hier noch ein bisschen was übrig haben. So. So, dann brauchen wir Pink Dye. Pink Dye machen wir aus Rot und Weiß. Das heißt, wir brauchen Bone Meal. Bone Meal haben wir. Wir haben Rot, haben wir. Das ist kein Problem. Und dann brauchen wir Mysterious Dust. Und wie viel brauchen wir von denen? 4 Stück. Ich... kann das ernten. Das ist schön. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall genug von dem, um Sachen zu machen. Willst du mich verarschen? Können wir das nicht umcraften oder geht das auch mit ganz normalen Bone Meal? Ach, normales Bone Meal. Bone Meal wird nicht zur Farbe. Okay. 1, 2, 3, 4. Oh, wir brauchen nur 1, 2. Gut, reicht. Dann brauchen wir Sand, das und das haben wir. Zack, zack, zack. Shapeless, shapeless. 3, 4. Haben wir erledigt. Dann haben wir das erledigt. Kriegen schon wieder Bone Meal und wir brauchen den Magmatic Arrow Heater. Für den Magmatic Arrow Heater brauchen wir Magma Cream, Crystal und Stone Slabs. Okay, und Crystals kriegen wir aus einem Crystal Block oder aus einem Rotary Grinder, sowohl als auch. Und das hier bekommen wir bei Smelting, Mysterious Mixture. Dafür brauchen wir Decord, Mysterious Fertilizer. Okay, das holen wir uns mal heraus, bitte. Das sieht ein bisschen aufwendiger aus. Mysterious Fertilizer ist Stone Dust und Mysterious Dust. Okay, 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 okay. Das heißt, wir gehen jetzt, ob wir wollen oder nicht, erstmal hier rüber, weil wir brauchen die Magma Cream. Die kriegen wir anscheinend nur durch die Golden Rod. Alles klar. Also Pixelius Shot machen wir aus Karotte, String und Artesia Seeds. Okay. Gut, dann gehen wir dahin. Das ist der Corless Seed. Ist Sugar, Pixie Debris und Artesia Seed. Also wir brauchen ganz viel Artesia Seed. Okay. Dafür kriegen wir dann Leitern und das. Und dann brauchen wir Golden Rods. Hollows Plant. Auf Y103 plus. Okay. Dann brauchen wir Black and Bone Meal. The remains of another creature crushed into fine powder when I would not believe it true evil for evil event. For now it's certain to exist in a small pile on the palm of hand. Burning item. Wir brennen können Bone Meal um. Okay, gut. Okay, das heißt, wir müssen Bone Meal umdingsen. Wir müssen diese Seeds hier machen. Wir brauchen diese Golden Rods und dann brauchen wir das. Und dann brauchen wir die Golden Rod. Und für die Golden Rod brauchen wir Magma Strings. Und das ist dann das Bone Meal und die Strings zusammen. Die Golden Rod. Okay. Und die Golden Rod kriegen wir durch diesen einen Seed, den wir sehr hoch ansetzen müssen. Schön. Karotte, Charcoal, Strings und dann den Seed von den Artesia haben wir. Brauchen wir zwei auf jeden Fall. String. Wir haben Flux, habe ich vorhin gesehen. Yep. So. Dann machen wir uns mal ein paar Strings. Und von dem Dust, der reproduziert sich auch. Das ist schön. Und das ist nicht gerade schlecht. Das heißt, wir brauchen nicht ständig diese Rods machen. Das ist angenehm. Bone Meal. Achso, ja, das müssen wir auch noch brennen. Dann haben wir zwei Strings. Aber das zeigt uns noch nicht an, weil wir erst den Pixelius Shot brauchen. Und da brauchen wir noch ein bisschen mehr. So schnell kommt man an Strings ran. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ein Bett hier machbar ist. Weil theoretisch sind wir nicht im Nether, sondern in einem Vulkan. Aber ich will jetzt kein Bett aufbauen, weil im schlimmsten Fall jage ich meine Base in die Luft. Von daher, wenn ich ohne Schlafen zurechtkomme, ist das voll in Ordnung.
Kann ich echt mit leben. So, einmal den so Pixelius-Shot. Also, das ist, wir müssen es über die... Okay, den haben wir noch nicht gemacht. Wir brauchen mal kurz eine Fläche, wo wir das craften können über die Dinger da. Und dann müssen wir mal wieder hier ein bisschen crouchen. Und dann machen wir uns hier einen zweiten Crafting-Table. Wenn alle voll grown, dann können wir nämlich die letzte setzen. Wir brauchen das, das, das ist anscheinend der Catalyst. Und das, also einen davon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da ist der Seed. So, und diesen Seed setzen wir jetzt hier hin. Einfach weil wir es können. Pixelius Shot. Und er wächst auf jeden Fall auch auf Crouching. Funktioniert das auch bei Bone Meal? Jo, ich traue dem Ganzen nicht. Deswegen machen wir lieber ein bisschen mehr als zu wenig. So, wir haben ein bisschen Gras. So, Color Seed. Den machen wir auch wieder hier. Dann brauchen wir 4 von denen und 4 Zucker und wieder ein Achisia Seed. Und dann haben wir diesen Seed. So. Da brauchen wir wieder das Buch. Alles. These crops like being planted in high places, usually on mountains. Also, on the higher up they are planted, the faster they can grow when receiving growth ticks. Okay. Für die Golden Roads auf 103 plus. Okay. Und wir brauchen noch Torches. So. So, gut, dann haben wir wieder ein paar Sticks. So, und jetzt? Okay, doppelt. So kommt man auf jeden Fall an Sticks ran. Gut. Weil ich brauche nämlich noch 1, 2. Machen wir Fackeln. So, dann haben wir das, dann haben wir das, dann kriegen wir Grass und Stone Ladder. Stone Ladder? Stone Ladder können wir craften, indem wir Clean Stone zusammen craften. Okay, nice. Aber da es besser wächst, je höher wir kommen. So, dann haben wir 64 und 18, 72, 72 plus 61. Das sollte reichen. Das sollte reichen. Ganz kurz mal Sachen, die ohne Cam sein sollten. 2-3 Minuten, weil dann muss ich keine Pause machen. Dann können wir gemütlich weiterspielen, ohne dass ich jetzt mal kurz unterbreche. So, dann brauchen wir eine Ho und wir brauchen Fackeln. Weil dieser Seed Mark ist, dass Licht in seiner Nähe ist. Also machen wir so. Jo, funktioniert. Gut. Komm gleich wieder. 2, wir brauchen 3, oder? 3, ja. Also noch einmal, komm. Erstmal die Quest annehmen. Wieder ein bisschen Dirt. Jetzt brauchen wir diese Strings, genau. 2 Strings und 2 Black and Bone Meal. Also 1, 2. Und hier kriegen wir diese Magma Strings. Und dann müssen wir uns eine Angel machen. Ich gehe mal davon aus, dass das so ist. Wie eine ganz normale Angel, nur mit dem. Genau. Ach nee, weil ich die Strings nicht im Inventar hatte. Ich habe sie aus der Chest genommen. Okay. Gut. Dann machen wir das gleiche nochmal. 1, 2. So. Jetzt aber. Dann haben wir halt nochmal. Dann können wir uns nochmal angecraften, falls die eine kaputt geht. Dann, das hat er registriert. Sehr schön. Kriegen wir wieder Grasblöcke und das. Da kriegen wir wieder Bone Meal. So, wir brauchen Blaze Rod und wir brauchen Magma Cream. Cast your Golden Rod out into the lava and occasionally you will get Blaze Rods. Cast your Golden Rod out into the lava and occasionally you will get Magma Cream. Okay, also gehen wir eine Runde angeln. Zack, ich wollte immer mal in der Lava angeln gehen. Why not? Kann ich mich nicht besser stellen? Ja. Na dann. Gucken wir mal, wie...
Hier sollte vielleicht nicht im Bazaar stehen. Und die Blaze Rod ist leider kaputt, weil er es nicht rausziehen konnte, weil ich im Bazaar stand. Okay, gut. Dann halt nicht. Da war die Blaze Rod. Juhu. So, dann haben wir das. Kriegen wir nochmal Bone-Meal. Schön. Und wir kriegen nochmal Gasfläche. So, Magmatic Sponge. Brauchen wir Magma Cream, Hammer und Sponge. Da brauchen wir Wolle, kriegen wir und Glue. Glue? Zucker und Bone Meal in Wasser gibt Kleber. Okay. Sticky Go, da ist er auch schon mal. Okay, weil. Paper. Okay, das heißt, wir brauchen. Das, aber vorher brauchen wir noch die Euler Seed und Euler Seed ist. Ah, dafür brauchen wir die Blaze. Okay. Das Ganze wieder auf den City Crafting Recipe. Das heißt Stone Dust, Blaze Powder. Na dann, bitte einen Euler Seed. Please read this and use a license agreement carefully before clicking the I agree button planting or using the crops. By clicking the I agree button planting or using the crops, you are agreed to be bound by the terms and conditions of the agreement. If you do not agree to the terms of the agreement, do not click in the I agree button and do not plant or use the crops. So, gucken wir hier rein. Wir haben den Euler, wir kriegen Bone Meal und jetzt können wir den Sticky Glue machen und dafür brauchen wir Zucker und Bone Meal. Bone Meal kriegen wir auf jeden Fall for free. Books. Books machen wir mit Kleber. Wir brauchen vier Bücher. Das heißt vier Kleber. Oh. Für das hier. Ja, genau. Wir brauchen vier Bücher. Das heißt vier. Okay. Also. 1, 2, 3, 4. Und dann. Haben wir viel Kleber. Nice. Okay. So und so und dann so. Ja, jetzt gucken wir mal, was mit diesem komischen Ding da auf sich hat. Das haben wir erledigt. Kriegen wir wieder das da. Legal Stuff. Harvested from Euler Seeds. Okay. Da brauchen wir auch. Okay, wir brauchen vier davon für ein Buch. Das heißt 4x4 ist 16. Und nochmal 4 extra, dann 20 von diesen Euler, was auch immer. So, und das. So, das muss in den Artesia Seeds und das kann im Crafting Table, okay. Also das. Dann so. Und dann brauchen wir das und die vier Bücher. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hammer. Und zack. Und dann haben wir einen Instable Seed. Gut, haben wir auch abgeschlossen. Sehr schön. Heavy Shear haben wir sowieso schon gehabt. Hier mal wieder ein bisschen Bone Meal. Und dann kriegen wir Data Card. Harvest the Instable Plants with your Shears to acquire Data Card. Wie heißt der Instable Seed? Guck erstmal, ob der Bone Meal bei ist. They need to be surrounded by each other in order to grow. Can click the harvest force. Can drop extra true. Can Bone Meal true. Good. Will nicht wachsen. So, dann gucken wir mal hier. Mehr Licht. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Licht, wobei wir hier eigentlich vom Ausleuchten her gut sind. Okay, each other. Surrounded by each other, ja. Oder brauchen wir noch ein paar mehr davon? Machen wir halt nochmal eine. Sie sollen voneinander umgeben sein, damit sie wachsen können. Also, jetzt haben wir zwei. Und jetzt?
nur voneinander umgeben oder to be surrounded by each other. I need to be surrounded by each other in order to grow. Ja. One tip guidebook says this plant will grow on its own as long as you use bone meal. If this isn't growing, make sure it has enough light. Okay, dann holen wir uns halt nochmal Bone Meal. Jo, so kommen wir ganz schnell an Bone Meal ran. So, haben wir 60. Das sollte doch erstmal reichen, hoffentlich. Okay, ich mache mir jetzt nochmal ein paar von denen. Und dafür bringen wir uns jetzt nochmal ein paar Mal um. Machen wir uns nochmal eine ganze Ecke voll Bücher. Und dann machen wir uns ein paar von den Seeds, die stellen wir dann hier auf, dann sind sie voneinander umgeben. Das heißt 3, 6, vielleicht 9, je nachdem. Contrary to what the guidebook says, this plant will grow on its own as long as you use bone meal. Remember, as this crop isn't growing, make sure it has enough light. So, also noch mehr Licht. Wie viel Licht hat es denn? Gehen wir mal auf F3. Light 15. Block 12. Reicht. Muss reichen. Können natürlich noch ein bisschen. Das heißt, das Buch wurde, also das Ganze wurde gemoddet, egal was das Buch sagt. Das Ding sollte wachsen, solange ich Bone Meal verwende. Ich Bone Meal jetzt. Und ich habe gebone mealed und das Ding wächst nicht. Okay. Gut, dann machen wir das jetzt mal so. Entweder ist es ein Bug in der Version. Was natürlich ein bisschen blöd wäre. Ich werde jetzt versuchen, eine Version hochzugehen. Wir machen kurz Pause. Ich kann mal kurz mein Mittagessen hinstellen und ich gehe dann und versuche dann auf die 116 zu gehen in der Zwischenzeit. Also in der, was ich angeguckt habe, hat es geheißen oder hat es wunderbar funktioniert. Er hat es da einfach hingesetzt und alles ist gut. Gucken wir mal. Geht schon wieder nicht. Was ist da los? Ich verstehe es nicht. Okay, wir wechseln mal kurz die Version nochmal. Aber es müsste normalerweise ganz simpel funktionieren. Die Pflanze ist da, die wird gebonemealt und dann bam, wird sie groß. So zumindest das, was ich aktuell mitbekommen habe. Und was ich jetzt gerade raus recherchieren konnte. Warte, ich will noch eine Sache ausprobieren und zwar das. Wir setzen ihn jetzt mal weiter rein. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Die einzige Alternative, die mir da noch einfällt, wäre, wir müssen halt 9 Stück machen. Und die mittlere müsste dann eigentlich wachsen. Weil dann ist sie auf jeden Fall von sich umgeben. Was aber keinen Sinn macht, weil das, was ich gesehen habe, sagt genau das Gegenteil. Das heißt, eine Pflanze muss reichen. Was natürlich jetzt blöd ist fürs Vorankommen, weil wir brauchen diese Pflanze. Ja, wir haben wieder so einen brennenden Fisch. Schön. Aber in die nächsthöhere Version wird es schwierig, weil dann wird es wahrscheinlich wieder abstürzen. So, wir heben uns mal einen auf, machen 15. 15 Bone Meal.
So, 0% gewachsen. Sie wächst einfach nicht. Die wächst auch nicht. Wie viel Baumier soll ich noch in dich reinballern? Okay, wir versuchen die nächsthöhere Version. Das ist nicht normal. Hoffentlich funktioniert die 118 jetzt. 117 funktioniert, haben wir schon rausgefunden. Und da haben wir den Fehlercode. Also gehen wir wieder eine Version zurück. Das Einzige, was ist, ich mache im Notfall mal in der Kreativwelt, hau mir mal ganz viel Bone Meal hin und dann finden wir raus, woran es liegt. Und dann finden wir mal raus, woran es liegt, weil alles andere verstehe ich gerade nicht. Also, wir sind open to learn. Cheats on, start learn world. Okay, das hat schon mal keinen Effekt. Nee. Spätestens jetzt sollte es irgendwann mal wachsen. Also machen wir mal. So. Ha. Okay, das, was ich befürchtet habe, ist eingetreten. Wir brauchen fünf von diesen Pflanzen. Gut, dann haben wir das erledigt, endlich. Dann haben wir den Detecord. Dann kriegen wir wieder Bone Meal. So, jetzt brauchen wir Mysterious Mixture. Und dafür brauchen wir 4 Stone Dust, 2 Detecord, ein Mysterious Dust und Mysterious Fertilizer. Haben wir alles. So. Und jetzt brauchen wir einen Crystal Block. Und von Crystal Block müssen wir Mysterious Mixture brennen. So, dann haben wir das. Ja, nochmal Bone Meal. So, und dann brauchen wir den da Magmatic Aero Heater. Und dafür brauchen wir Fermatic Ingot. Fermatic Ingot kriegen wir, indem wir Fermatic Dust machen. Oder wir brauchen Pink Composite. Pink Composite brauchen wir Raw Pink Composite. Und den machen wir wieder so. Raw Pink Composite. Und dann brauchen wir 4 Stück davon. Das heißt 4 Glas. Zerstören. 1, 2, 3, 4. So. Dann brauchen wir ein bisschen was davon. 2 davon und 2 davon ergeben 4 davon. Und dann brauchen wir das. Ah, da hat man noch 4. Gut zu wissen. Nein, das war falsch. Und den da. Burning Items. Den Composite. Achso, das müssen wir erstmal im Wasser waschen. In Wasser waschen. Und dann müssen wir das Ganze verbrennen. So. Wir brauchen dann den Crystal. Da kriegen wir 9 aus dem. Okay. Und dann brauchen wir noch Magma Cream und Stone Slabs. So, zack. Magmatic. Makes constant hot air when above lava. We are surrounded by lava. We might as well harness its power, right? Richtig. Handbook of Prodigies. Fried Egg. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch den Sponge. Und den machen wir, indem wir Wolle mit Kleber zusammenschmeißen. So, dann haben wir das auch erledigt. No rewards. Wir haben alles erledigt. Chapter 1 ist somit abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dem hier noch machen müssen. Ich kenne das Ding nicht.